Wir singen heute nicht diese üblichen Chorstücke, die Sie sicher schon oft gehört haben und die etwa so sind. Nummer 1, religiöse Stimmung, Kirchenglocke. Wirtschaftlich dazu was beiträgt. Jawohl! Manche müssen
und Fräulein. Keiner ist immun. Wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss. Ja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen, meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit, ja. Keine Freiheit, nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine Frau ist jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst von mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stell ich dich bei mir. Und dadurch verursacht deine Freiheit keine Kosten. Dies als erstes Lied
der organisierten politischen deutschen Arbeiterbewegung. Es war das Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Anschließend hören Sie ein Lied der holländischen Arbeiterbewegung. Het Lied van Marianne, de Frau uit het Volk. Das Lied der Marianne, der Frau aus dem Volk. In Anspielung an das Gemälde, das berühmte Gemälde, die Freiheit für das Volk von Delacroix, das soll jetzt eigentlich hier an der Wand sein, wir werden es gleich sehen, heißt es im Refrain: Gacha, Gacha, Marianne, auf hör uns an, verloste Maat Chapelle, nun van Tyrannen en maak ons vrij. Geh, geh, Marianne, o führe uns an, erlöse die Gesellschaft nun von Tyrannen und befreie uns. Der Dichter heißt Pieter Cornelius de Ruyter. Er ist ein Vertreter der sozialistischen holländischen Arbeiterbewegung und schrieb dieses Lied 1887. Doch wir Brüder tapfer essen dürfen wir.
1897 von politischen Gefangenen auf dem Weg in ein anderes Gefängnis
Refrain bis gesungen wurde. Die deutsche Fassung entstand 1918. Hermann Scherchen, ein bedeutender deutscher Dirigent und Komponist des 20. Jahrhunderts, erlebte als ziviler Kriegsgefangener in einem Lager im Ural die sozialistische Oktoberrevolution. Von ihm stammt auch die Nachdichtung und Musik des nächsten Liedes, Unsterbliche Opfer. Es ist ein Trauermarsch, der an die russische Revolution von 1905 und ihre Toten erinnert. Der russische Text stammt von Achangelsky und die deutsche Fassung von Hermann Scherchen, der mit dem Lied in seiner russischen Kriegsgefangenschaft vertraut geworden war. Leben einzeln und frei und brüderlich wie ein Wald, wie es in dem berühmten Gedicht von Nazim Hikmet heißt, drückt auch heute noch die Sehnsucht vieler Menschen aus. Wir tragen es hier nach einer Melodie von Hannes Wader vor. Dass Gesellschaftskritik nicht immer bierernst daherkommen muss, beweist das anschließende Stück Tango Kapital. Es entstand aus der Zusammenarbeit mit dem norwegischen sozialistischen Chor, der 2009 bei uns zu Gast war. Zum Lichten empor, ja, empor, hey.
stehen als gescheiterter Held. Yeah.
wir endgültig in der Neuzeit an. Es wurde 1976 geschrieben, der Supermarkt-Song, und stammt aus dem politischen Oratorium der Proletenpassion der Schmetterlinge, einer österreichischen Politrockgruppe. Wir zeigen.
Stempel geben. Wenn du keine Wohnung hast, geh spazieren. Wenn du nicht zu fressen hast, freu dich, ist den anderen schmeckt. Wenn du nicht gesund bist, nicht gesund, dann werde einfach krank. Und Medizin ist krank. Und Medizin ist teuer. Ist wie lange noch?
türkischen Dichter Nazım Hikmet, den Hartmut Flath vertont hat und das von bedrückender Aktualität ist. Genau so wie die beiden folgenden Lieder, die Sie hörten. Die kurze Anfrage von Hans Eisler gehört in die Kategorie seiner Agitprop-Lieder und war, genau wie das dann folgende Lied vom Abbau, deren Text von Erich Weinert und die Musik von Karl Rankel stammen, fester Bestandteil der großen Arbeiterchöre der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Lieder, die Sie jetzt hören werden, sind musikalische Zeugnisse großer internationaler Kämpfe und Solidaritätsbewegungen gegen Faschismus, für Freiheit, Demokratie und Sozialismus des letzten Jahrhunderts. Den Anfang macht das Lied »Die Moorsoldaten«. Hans Eisler bezeichnete das Lied als eines der schönsten revolutionären Lieder der internationalen Arbeiterbewegung. Es zählt zu den frühesten KZ-Liedern, war zugleich das weitest verbreitete Lied und ein für den antifaschistischen Widerstand illegaler Kämpfer typisches künstlerisches Zeugnis von Unbeugsamkeit und Zuversicht. Es entstand im Sommer 1933 im KZ Bürgermoor Emsland. 1935 bearbeitete Hans Eisler das Lied für Ernst Busch, durch den es in der ganzen Welt als Fanal des antifaschistischen Widerstandskampfes in Deutschland bekannt wurde. Dann singen wir Halt Stand, Rotes Madrid. Dieses Lied ist dem Andenken des Namensgebers unseres Chores Hans Beimler gewidmet. Unmittelbar nach dem Putsch der faschistischen Generäle unter Führung General Francos im Juli 1936 gegen die Spanische Republik folgten 30.000 Freiwillige aus 53 Ländern dem Hilferuf der Volksfrontregierung, unter ihnen auch Hans Beimler. Gerade deutsche Antifaschisten, 5.000 Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, parteilose Arbeiter, Intellektuelle folgten diesem Ruf, wollten dem spanischen Volk zu Hilfe eilen. Hans Beimler fiel am 1. Dezember 1936 im Kampf um Madrid. Canción Libertad, ein Lied für die Freiheit, vermutlich unter einer südamerikanischen Diktatur geschrieben. Der Ruf nach Freiheit im Namen der Gefangenen, der Gefolterten, der Verstummten, der Exilierten, der Kämpfenden. Es ist ein Lied, das zu unserem internationalistischen Programmteil gehört. Ebenso wie El Pueblo Unido, eines der bekanntesten Lieder aus der Neofolklore-Bewegung Chiles, das im letzten Jahr der Regierung Salvador Allende komponiert wurde. Nach dem Putsch in Chile 1973, der den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende stürzte, wurde das Lied zu einem Symbol des Widerstands gegen die Diktatur von Augusto Pinochet. Wir sind die Moorsoldaten.
Mandela scheint der ANC, vorsichtig ausgedrückt,
doch erhebliche Schwierigkeiten zu haben, seinen demokratischen Prozess konsequent weiter voranzuführen. Thank you.
Sie hören jetzt die Ballade von den Säckeschmeißern. Auch dieses Lied, 1930 geschrieben, hat von seiner Aktualität leider bis heute nichts verloren. Bei dem vorletzten Lied von Georg Preisler bitte ich Sie genau hinzuhören und sich nicht täuschen zu lassen von einem scheinbaren Resignieren. Das wäre untypisch für Preisler. Er stellt die Verhältnisse und Beziehungen, in denen ein Liedermacher sich bewegen muss, dar. Und fordert letztlich den, die Zuhörer auf, unsere Sache zu besorgen, also endlich zu handeln, politisch zu handeln. Ach, wie süß auf einem fernen Lande.
Yeah.
verehrte Damen und Herren, werte Anwesende, wir werden uns natürlich nicht vor einer Zugabe herumdrücken. Doch vorher möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie nochmal mit den Akteuren des heutigen Abends näher bekannt zu machen. Und ein besonderes Anliegen ist es mir, auf dieses Programmheft hinzuweisen. Dort können Sie in sehr ausführlicher Weise nochmal das gesamte Programm vielleicht zu Hause nachklingen lassen. Und Sie können es erwerben für 1,50 Euro. Ja, jetzt komme ich dazu, die einzelnen Interpreten. Moment, das ist ein bisschen unvorbereitet jetzt gekommen. Ich möchte als erstes natürlich unser Eisler Ensemble hier ganz herzlich Ihnen vorstellen. Da ist einmal Ellen Wemmelund. Yum, 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 yum.
selbstverständlich was zu tun. Sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Jawohl! Manche müssen unfrei bleiben. Einer ist im Mut. Wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss. Ja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihn sein Arbeitgeber vielleicht sagen. Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit, ja. Deine Freiheit, nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine Freiheit ist jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst von mir den Posten. Und darum meine Waren kaufen muss, stell ich dich bei mir an. Dadurch verursacht meine Freiheit keine Kosten. Meine Freiheit immer wieder, meine Freiheit ist, deine Freiheit bleibt. Meine Einverleibung. Wenn ich meine Freiheit nicht hab, hast du deine Freiheit nicht. Meine Freiheit wäre gleich zu deiner Pflicht und darum sag nicht, dann verteile ich meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und mit der Waffe in den Händen deiner Kinder. Und damit von deinen Kindern keines bei der Arbeitgeber ist. Was Freiheit ist, meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meine Freiheit bleibt. Treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an deines Los. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit ist auch Fleiß. Und wenn ich ein Bescheid. Können wir natürlich noch die Zeit zu machen und wiederholen nochmal.